Wa'alaikum salam wa rahmatullah. Da du konstant und dauerhaft, ungeachtet von ihren Wohn- und finanziellen Situationen, dazu verpflichtet bist, für sie aufzukommen, für die Nafaqa, tritt sie mit ein, also es reicht ein Schlachtopfer. Der Verzicht hebt nicht, also falls jemand darauf verzichtet aktuell, dass du für sie aufkommst, das Verzicht hebt die grundsätzliche Pflicht auf. Im Gegensatz zu den Eltern beispielsweise oder die Kinder. Für die Eltern und für die Kinder ist man nur zur Nafaqa verpflichtet, wenn sie dessen bedürftig sind.